wollte ich noch einleitende Worte sagen zu unserem ersten Redner, der uns eigentlich begrüßen wird. Also es ist ja eine Vorabbegrüßung, was ich hier gerade tue. Hans-Jörg Kreowski, also diejenigen unter euch, die schon lange im Pfiff oder im Pfiff dabei sind, die kennen ihn. Er schreibt auf seiner Homepage, dass er so oft und so gut er kann ehrenamtlich beim Pfiff tätig ist, neben seiner Forschung. Er ist Mathematiker, hat seine Dissertation über Manipulationen von Graphenmanipulationen geschrieben. Also Meta-Promotion, finde ich sehr schön, ist jetzt am Lehrstuhl für theoretische Informatik. Und ja, und ich freue mich, dass er ein paar einleitende Worte, also er eröffnet dann die diesjährige FIFCon und bitte, gehört dir. Ja, vielen Dank. Ja, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Konferenz, liebe Gäste aus nah und fern, ich freue mich, alle willkommen heißen zu können im Namen des Vorstands des Pfiff. Und ein Teil des Dankens ist ja schon gesagt worden. Danken ist deshalb wichtig, weil solche Konferenzen überhaupt nicht stattfinden könnten, wenn nicht viele sehr engagiert und mit viel Einsatz helfen würden. Und das ist tatsächlich geschehen, die genannten, aber zum Beispiel, weiß nicht, hattest du Chaos Computer Club auch genannt, der oder Netzpolitik.org und Uberspace, also befreundete Organisationen, haben sehr wohl geholfen und die Sache unterstützt. Dafür vielen Dank. Als Mitglied im Vorstand des Pfiff möchte ich mich aber vor allem und ganz, ganz herzlich und ganz doll bedanken bei den Berliner Organisatoren und Organisatorinnen dieser Konferenz. Die haben da einen super Job gemacht. Das ist die 30. Pfiff-Tagung dieser Art. Pfiff ist auch in diesem Jahr 30 Jahre alt geworden. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt etwas, was wir jetzt groß herausstellen wollen auf dieser Konferenz. Wir müssen auch nicht unbedingt Happy Birthday singen. Aber das ist vielleicht ein Grund, der mir erlaubt, ein paar Reminiszenzen zu formulieren. Gerade hier in dieser Universität hat eine der Regionalgruppen des Pfiff vor 30 Jahren relativ wichtige Arbeit geleistet. Sie hatte einen Vorgänger, die Friedensinitiative Informatik der TU Berlin. Beide Einrichtungen haben also in den Anfangsjahren viele Entwicklungen im Pfiff gut mitbestimmt. Vielleicht mit etwa einem Dutzend anderer Regionalgruppen zusammen in ganz Deutschland. Vielleicht kann ich an zwei, drei Dinge erinnern oder einfach erzählen, was da war. Die Friedensinitiative hat zum Beispiel eine Broschüre herausgegeben und eine begleitende Informationsveranstaltung mit Revue-Anteilen organisiert. Das war also ganz lustig. Das Thema war Informatik zwischen Krieg und Krieg, wobei erinnert wurde, dass Informatik eben sehr starke Wurzeln im Zweiten Weltkrieg hat, einfach von der historischen Entwicklung her, und wo die Sorge ausgedrückt wurde, um 1980 herum, dass es eine Kriegsgefahr für einen Dritten Weltkrieg gegeben hat. Und da würde, und das war eben, was wir da formuliert haben, das wäre eben ein Krieg geworden mit sehr vielen Informatik-Technologie-Unterstützung. Das gilt für alle Kriege, die heute stattfinden und zukünftig stattfinden, erst recht. Wir haben zum Beispiel auch einen Friedenstag organisiert. Das war ein Hochschultag, an dem dann keine Lehre stattfand, sondern Ersatzveranstaltung, viele Arbeitsgruppen, Filme, viele Vorträge. Und da gab es eine interessante Begebenheit bei.
Der Kanzler der Universität wollte diesen Friedenstag verbieten, mit dem Hinweis, dass man unter dem Thema Frieden nicht eine ganze Universität vereinigen kann. Er musste diese Aussage allerdings zurücknehmen, weil zu der Zeit Berlin unter dem Vier-Mächte-Status stand und deshalb Berlinerinnen und Berliner nach diesem Status nur zu friedlichen Dingen verpflichtet waren. Die durften also nichts Kriegsbezogenes machen. Also konnten wir einen Friedenstag organisieren. Der letzte Punkt, der eben, ja. Das kann man vielleicht auch heute noch bei der Diskussion um Zivilklauseln ganz gut gebrauchen. Da wird auch immer argumentiert, dass Frieden nicht unbedingt etwas sei, wo sich alle für einsetzen sollen und müssen. Ja, letzter Punkt vielleicht historisch. Die erste Vorsitzende war Christiane Floyd, die war Informatikerin hier an dieser Universität. Also die Berliner Regionalgruppe hat da schon am Anfang sehr viel gemacht. Und wie man heute bei dieser Konferenz sieht, aus Berlin wird weiterhin viel gemacht. Ja, damit bin ich, also die Christiane Floyd, das kann ich vielleicht kurz erwähnen, die hat gerade ein Grußwort geschrieben für ein Sammelband, den wir zum 30-jährigen Bestehen herausgeben. Und in dem Grußwort hat sie nochmal daran erinnert, dass die wichtigen Themen vor 30 Jahren waren Rüstung und Informatik, die Auswirkung von Informatik auf die Arbeitswelt und Datenschutz. Und da kann ich dann zum Hier und Jetzt kommen, denn diese drei Themenbereiche sind ja so relevant wie damals, eher noch viel ausgeweiteter. Rüstung und Informatik beispielsweise sind eben ganz neue technologische Elemente zugekommen, wie man an den Killerdrohnen sieht oder Cyberkriegentwicklungen. Im Zusammenhang mit der Arbeit kann man sagen, dass in der Zwischenzeit Informatik ja nicht bloß die Arbeit massiv verändert, sondern alle Lebensbereiche. Das ist ja keineswegs immer schlecht. Wir nutzen ja viele dieser Technologien auch sehr intensiv, aber man muss eben immer aufpassen, weil viele missbräuchliche Möglichkeiten da sich auch neu eröffnen. Der dritte Bereich ist mit Datenschutz überhaupt nicht mehr ausreichend benannt. Besser finde ich in der Zwischenzeit Datensammelwut und Überwachungswahn in extremem Ausmaß, der eben so weit, wo das so weit geht, dass eben die Privatsphäre extrem beeinträchtigt wird, dass diverse Grundrechte, Postgeheimnis, Telekommunikationsgeheimnis zum Beispiel, aber auch informationelle Selbstbestimmung, das sind alles Grundrechte, die unterminiert werden, die drohen abgeschafft zu werden und wo man eben drüber diskutieren muss. Das wird auf dieser Konferenz sicherlich getan, denn die Rolle der Geheimdienste ist in diesem Zusammenhang ja zentral. Und wir wissen, dass zumindest sehr, sehr viel in der Öffentlichkeit seit den Enthüllungen von Edward Snowden und das, was eben unter dem NSA-Skandal diskutiert wird, das konnten viele Experten und Expertinnen und besorgte Bürgerinnen und Bürger wussten das schon ein bisschen früher, dass also diese zum Beispiel unter dem Stichwort Echelon versucht wird, Telekommunikationsdaten weltweit in Riesenumfang abzuhören, auszuspähen. Aber hat eben nochmal ganz neue Dimensionen erreicht in den letzten Jahren. Und das Interessante, und deshalb ist dieses Thema der Konferenz so wichtig, dass NSA und die britischen Geheimdienste da schwer involviert sind, das ist irgendwie allenthalben bekannt, aber die Rolle
der deutschen Geheimdienste kann eben überhaupt nicht vernachlässigt werden. Und darüber ist zu diskutieren, und das werden wir ja die nächsten 2 Tage ausführlich tun. Nicht, man kann schon einfach mal erwähnen, das hört man jetzt von diesem nationalsozialistischen Untergrundmorden im Untersuchungsausschuss, dass da die Geheimdienste eine sehr dubiose Rolle spielen. Es ist bekannt, dass die deutschen Geheimdienste Informationen, die sie von Flüchtlingen und Asylbewerberinnen und Bewerbern bekommen haben, an die Amerikaner verraten haben, damit die gezielte Tötungen durchführen können in verschiedenen Ländern. Und wir wissen auch, dass eben die Geheimdienste den Amerikanern geholfen haben, Telekommunikationsdaten abzugreifen und auszuspähen. Nicht, da entschuldigt sich der BND jetzt, dass da leider die Filter, die die deutschen Informationen rausfiltern sollten, nicht funktioniert haben. Aber ich selber habe immer gedacht, Grundrechte gelten für alle Menschen und nicht bloß für Deutsche. Und wenn das mit dem ja, insgesamt, das wird in der Diskussion noch deutlicher werden. Nach meinem Eindruck handeln die deutschen Geheimdienste verfassungswidrig. Verfassungswidrige Einrichtungen gehören verboten. Was aber eben auf jeden Fall dringend erforderlich ist, dass die demokratische Kontrolle in eine echte Kontrolle verwandelt wird. Es kann einfach nicht angehen, dass der Parlamentarische Untersuchungsausschuss geschwärzte Dokumente bekommt und einige Dokumente gar nicht bekommt. Und dass Zeugen nicht aussagen dürfen und so weiter. Aber da werden wir ja, glaube ich, in den Vorträgen noch einiges drüber hören. Was mir sehr wichtig ist, dass die Informatikerinnen und Informatiker sehr besorgt und betroffen sein sollten, ob all diese Entwicklung erstens mal so und so schon als Bürgerinnen und Bürger in einem demokratischen Land, aber eben auch deshalb, weil wir mit unseren technologischen Hervorbringungen im Grunde genommen die technische Grundlage liefern, um diese Art von Abhören, Datensammelwut und Überwachungswahn überhaupt erst zu ermöglichen. Das heißt, wir müssen Verantwortung zeigen, und Verantwortung ist hier im Sinne des Prinzips Verantwortung von Hans Jonas. Der hat das Buch dazu, ist 1979 erschienen und ist ein Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation, also für uns. Und dieses Prinzip lautet: Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlungen verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden. Und wenn man zum Beispiel zum echten menschlichen Leben schon ein demokratisches Gemeinwesen zählt, dann ist das, was die Geheimdienste tun und die Untätigkeit der Regierung in diesem Zusammenhang, also schon eine Beeinträchtigung dieser Verträglichkeit. Wenn man dann noch überlegt, was in Richtung Cyberkrieg ermöglicht wird durch die technischen Entwicklungen, dann ist da eben tatsächlich ganz ähnlich wie durch Atomkriege die Zivilisation in ihren Grundlagen wirklich gefährdet. Ich komme mal zum Schluss und möchte noch eine historische Anmerkung machen, die fast 70 Jahre zurückgeht, also vor die Informatik. Und da hat der Rainer Rehack mich darauf aufmerksam gemacht, diese Universität hier, Technische Universität Berlin, ist 1946 wieder gegründet worden mit einem neuen Statut. Und diese Eröffnung, da hat General Nares
die Eröffnungsrede gehalten. Das war der britische Kommandant der britischen Truppen in Berlin. Und der hat viele sehr, sehr interessante Sachen gesagt, aber unter anderem Folgendes: Science and technology can be devoted and must be devoted to advancing the peace and civilization of men. And this can only be so if they are used with responsibility. Responsibility is a cornerstone of democracy. Und dem kann man eigentlich, glaube ich, überhaupt nichts weiter hinzufügen. Und es passt wunderbar zur Informatik und wunderbar zu dieser Tagung. Ja, ich wünsche uns zwei sehr interessante Tage und danke. Ja. Also wir haben hier gerade, ich möchte für den Stream das wiederholen, hier in diesem Hörsaal befinden sich zwei Videokameras, die auch nach vorne gerichtet sind, aber tatsächlich auch der Hinweis, weil ich jetzt hier in eine Kamera spreche, dieser Saal hier wird in Bild und Ton aufgenommen, allerdings nur vorne hier die Speaker, Ton allerdings alle, die in ein Mikrofon sprechen, werden gestreamt und hinterher wird das auch zur Verfügung gestellt. Die Kameras sind auch nach vorne gerichtet und nicht in Betrieb, aber natürlich... Ich kann nicht zum zivilen Ungehorsam aufrufen, aber wenn da ein Aufkleber drauf ist, dann ist da erst recht Sicherheit. Ich wollte nur in einer Sache von meinem Vorredner Hans-Jörg Krajowski nicht widersprechen, aber ergänzen, dass Frieden war ja so als Argument eigentlich gedacht, lieber nichts mit Frieden zu tun. Wobei unser nächster Redner, Matthias Becker, hat mir vorher erzählt, dass seine Familie ihm gerade dazu geraten hat, du musst da hingehen, da geht's um Frieden und Informatik und Frieden. Also insofern, wir haben sogar noch einen Referenten mehr gewonnen, dadurch, dass es um Frieden nämlich noch geht.